Wir begrüßen Herrn Palo, den ersten Vorsitzenden vom Uslarer Kunstkreis. Oder Sie hatten noch gesagt, wie heißt das richtig? Nein, wir heißen genau Literatur- und Kunstkreis e.V. Und wegen der Literatur treffen wir Sie heute hier auch, weil Sie haben, glaube ich, nach Uslar einen besonderen Gast eingeladen. Ja, wir haben heute zu Gast, bekannt als Mutter Beimer aus der Lindenstraße, Marie-Louise Marjan. Die möchte uns aus zwei Büchern vorlesen, die sie geschrieben hat. Und wir haben gedacht, der Literatur- und Kunstkreis müsste sie einladen, weil sie als bekannte Figur aus der Lindenstraße eigentlich ganz viele Freunde hat. Und das hat sich auch gestern gezeigt. Sie ist schon einen Tag vorher gekommen. Wir haben mit ihr einen wunderschönen Abend verlebt. Eine ganz sympathische Frau, auf die wir uns morgen freuen. Das ist aber toll, dass Sie hier treffen. Ja, eine Lindenstraße. Oh, wie schön. Ja, ist ein schöner Abschluss. Wenn alle zusammen das singen, dann haben sie ein gutes Gefühl und gehen dann fröhlich nach Hause und haben ein schönes Gefühl. Ja. Du kommst nicht auf. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 22. Und Sie gucken Lindenstraße? Ja, schon von klein auf mit meinem Papa zusammen. Immer wieder? Ja. Ist jetzt gut gekommen. Es ist faszinierend, wir gehen ja mit Mutter Beimer, mit Marie-Louise Marjan aus der Lindenstraße durch die Fußgängerzone in Uslar. Und man mag es kaum glauben, dass so ein ja, deutschlandweit bekannter Star tatsächlich auf die Leute zugeht, sie anspricht und sie einlädt zu ihrer Lesung morgen hier. Sie ist so etwas von normal, was man eigentlich sehr selten erlebt. Aber heute gibt es hier einen besonderen Gast. Richtig. Heute gibt es ein besonderes Schmankerl sozusagen. Also die Suppe wird versüßt durch die Anwesenheit von Frau Marjan. Wir hatten uns gestern schon getroffen und ich habe gesagt, ich werde natürlich heute auch auf dem Markt dann sein und dann vielleicht treffen wir uns ja, das, was natürlich vorauszusehen war. Und insofern komme ich natürlich auch gern. Es ist ja auch natürlich eine Werbung für Uslar. Wir freuen uns natürlich, dass Frau Marjan nun auch gekommen ist, dass der Literatur- und Kunstkreis sie hier für Uslar auch gewinnen konnte und alles, was dazu beiträgt, natürlich auch Uslar, ich sag mal, auch über die Grenzen des Soldings auch hinaus in einen guten Ruf zu bringen, dann tragen wir natürlich gern dazu bei. Was haben Sie für einen Eindruck von Frau Marjan? Ich finde, Frau Marjan ist eine ja, sehr eloquente, sehr interessierte und auch sehr aufgeschlossene Dame, die auch, ich denke mal, das Stück Bodenständigkeit hat, das man braucht, um diese Rolle, die sie ja auch in der Lindenstraße darstellt, verkörpern zu können. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um auch glaubwürdig rüberzukommen. Und man merkt das ja auch hier im Gespräch. Sie ist ja extra früher nach Uslar gekommen, um auch mal so Land und Leute kennenzulernen. Das ist nicht selbstverständlich und das finde ich richtig gut. Und deswegen habe ich natürlich auch gestern meinen Terminplan umgestellt, um auch an dem Treffen teilnehmen zu können. Weil ich das toll finde, wenn man sich natürlich für die Stadt interessiert. Und als Bürgermeister sollte man, denke ich, auch deutlich machen, dass die Bürger von Uslar sich auch darüber freuen. Wenn Sie nicht verheiratet wären und Sie dürften heute entscheiden, wen Sie heiraten, Frau Marjan oder Frau Merkel, wie würden Sie sich entscheiden? Das Gute am Heiraten ist ja, dass man sich nicht unbedingt entscheiden muss, sondern dass man noch eine dritte Möglichkeit hat. Ich könnte mir mit beiden eine Freundschaft sehr gut vorstellen. Für die Ehe bedarf es natürlich etwas mehr und das habe ich durch meine liebe Frau kennengelernt. Und ich glaube, so eine Entscheidung, da bin ich etwas altmodisch, kann man nur einmal treffen. Und ich denke, ich habe die richtige Wahl getroffen. Dankeschön für das Gespräch. Ja, ein bisschen helfen in der Gemeinde. Ja, wir sind eigentlich sehr dankbar dem Landhotel am Rotenberg, weil der Senior, der Dirk Schwarz, ist derjenige, der sich hier sponsert. Und wie viele Menschen nehmen diese Tafel in Anspruch? Wie viele kommen denn da so? Im Moment ungefähr 160 Kundenkarten ausgegeben und dahinter stecken ungefähr 320 Personen. Wir sammeln die Lebensmittel ein bei den Märkten.
kriegen Spenden und verteilen die dann zweimal in der Woche an die Bedürftigen, also an diejenigen, die berechtigt sind. Nicht bedürftig, berechtigt. Das heißt, bestimmtes Einkommensgrenze ist man berechtigt, von der Tafel Lebensmittel entgegenzunehmen. Wir sitzen hier im Hotel Menzhausen mit Marie-Louise Marian, besser bekannt den meisten Leuten als Mutter Beimer aus der Lindenstraße. Guten Tag, Frau Marian. Guten Tag, ich grüße Sie herzlichst. Was verschlägt Sie nach Uslar? Ja, die Lesung. Ich mache eine Lesung morgen mit dem Thema Freundschaften und Kindheitsträume. Das ist, Kindheitsträume ist ein Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist. Und ich bin Herausgeberin und habe 40 Geschichten gesammelt von Freunden, Bekannten, Menschen, die mir nahestehen. Und habe sie einfach nach ihren, nach ihren Kindheitsträumen gefragt. Und das ist ein sehr interessantes Thema, weil fast jeder Mensch als Kind träumt, was werde ich, wohin entwickelt sich, wo sind die Talente, was wird aus einem Traum, wird der umgesetzt in die Realität oder nicht? Zum Beispiel Herr Karasek hat immer davon geträumt, einmal der deutsche Sinatra zu werden. Das hat man auch noch nicht von ihm gewusst. Eine wunderbare Geschichte, die auch gleichzeitig eine deutsche Geschichte ist. Also er kommt ja aus dem Osten und sein Traum war immer früher, oder die Sehnsucht war Amerika. Dass man nach Amerika gehen kann, vom Osten in den Westen eben. Ein sehr interessantes Thema, sehr schön. Und Freundschaften, dazu muss man nicht sagen, Freundschaft ist ein Dauerthema. Das wird nie alt, das ist immer modern, das ist immer interessant. Kindheitsträume von Ihren Freunden, gibt es denn auch Kindheitsträume von Ihnen? Ja, ich wollte natürlich immer Schauspielerin werden, immer. Und auch meine Geschichte habe ich geschrieben. Und die würde ich Ihnen ans Herz legen. Nehmen Sie das Buch und lesen Sie die Geschichte. Das klingt sehr interessant, das werde ich mit Sicherheit tun. Ich habe vorhin beobachtet, wir haben Sie ja begleitet hier über den Uslarer Markt und ich habe gesehen, dass Sie so richtig locker und entspannt auf die Leute zugegangen sind. Sie suchen den Kontakt mit Leuten. Ja, ich denke, das ist naheliegend, nicht? Also wenn ich den Leuten etwas erzählen will, dann muss ich sie erstmal verstehen und ich muss wissen, wer ist da vor mir, für wen mache ich etwas, für wen schreibe ich eine Serie, wen spreche ich an, wie sind die Menschen? Wenn ich nur hinterm Schreibtisch sitze, dann kann ich die Menschen nicht erfahren, nicht erleben. Und ich denke, das ist sehr wichtig, auf die Menschen zuzugehen und mal zu beobachten, was leben für Menschen in unserer Bundesrepublik und in welchem Landkreis oder Landstrich leben welche Menschen. Und dann erweitert man ja auch seinen Horizont, indem man diese Menschen kennenlernt. Was nehmen Sie für Eindrücke mit hier von Uslar, von der Begegnung heute mit einigen Leuten hier auf dem Markt? Ja, also wenn die Sonne geschienen hätte, wäre natürlich der Eindruck sonniger. Aber auch daran kann man ja nichts ändern, dass es regnet. Aber auch wenn es regnet, es ist einfach, die Landschaft ist wunderschön. Wir sind hier angekommen, in Göttingen bin ich mit dem Zug angekommen und dann wurde ich abgeholt von der Vorsitzenden des Literaturkreises. Und wir sind also durch diese wunderbare Kornkammer, kann man fast sagen, gefahren. Das ist ja eine Landschaft, die ist ja so schön und so weit und so groß, die Wälder und die Riesenfelder. Und das gibt's ja selten. Wir haben ja eben ein Ehepaar getroffen aus Berlin mit dem kleinen Mädchen. Und die jungen Leute haben gesagt, ja, unser Kind hat noch nie Tiere gesehen in Berlin. Also keine Kälbchen, keine Kühe. Und der hat auch noch keine Ähre in der Hand gehabt. Und das ist ja so bereichernd für Kinder, wenn die mit der Natur aufwachsen. Ich bin mit der Natur aufgewachsen in Hattingen an der Ruhr. Ich hatte das Glück, in einem kleinen Ort groß zu werden. Und das gibt eine Stabilität. Das ist sehr wichtig, dass also junge Menschen, Kinder einen Bezug zur Natur kriegen. Eben aber auch reife Menschen. Die Natur heilt, die Natur ist Beispiel, die Natur macht das Leben erfahrungswert, also die Natur lehrt uns und das ist etwas Wichtiges, das sollten wir alle fassen mit offenen Armen und Händen, sollten wir dankbar dafür sein, das aufnehmen und immer wieder in die Natur gehen und von der Natur lernen. Ich hatte vorhin hier auf dem Markt auch ein sehr interessantes Gespräch mit einem Herrn, den Sie gestern Abend schon kennengelernt haben, dem Bürgermeister von Uslar. Und ich habe ihn gefragt, wenn er nicht verheiratet wäre, für welche Frau könnte er sich entscheiden? Für Sie oder für Angela Merkel? Was denken Sie, wie er sich entschieden hat? Oh mein Gott.
Na, das ist ja ein dolles Ding. Für eine Schauspielerin oder für eine Politikerin? Na, das ist aber eine ganz schwierige Frage. Also, so wie ich ihn eingeschätzt habe, er ist ein sehr lustiger Mann, ein kommunikativer, aber auch ein diplomatischer Mann. Also, ich würde denken, er hat sich für seine Frau entschieden. Frau Müller, Sie haben was für eine Tätigkeit in dem Verein? Ja, ich bin die zweite Vorsitzende und habe diese Veranstaltung mit Frau Marian auch vorbereitet und organisiert, den Kontakt hergestellt und sie eingeladen und sie jetzt auch in diesen Tagen, wo sie hier in Uslar war, ein bisschen begleitet. Und ich muss sagen, ich habe selten einen Gast erlebt, der mit so viel Vorfreude nach Uslar gekommen ist, sich schon sehr auf Uslar gefreut hat. Und das auch hier sehr gezeigt hat. Und das hat mich ungemein gefreut. Sie ist sehr freundlich, sehr umgänglich. Und wir haben schon in den letzten zwei Tagen richtig viel Spaß gehabt. Was erwarten Sie von dem heutigen Abend? Ich weiß es nicht. Ich will mich einfach überraschen lassen. Ich weiß es nicht. Warum sind Sie hierher gekommen? Weil ich Frau Marian mal hören wollte und es mir ganz interessant vorkam. Ich erwarte ein paar Einblicke in das Leben von der Leserin, also von Frau Mayern. Und das hätte ich jetzt gerade gefragt, weil Sie gesagt haben, von der Leserin. Nein. Ja, also eigentlich, ich schaue seit Jahren Lindenstraße, eigentlich seit der ersten Serie an. Und ich komme aus Leipzig und wir haben schon damals Lindenstraße geschaut. Und das war ja nun Westen für uns. Ja, und das war interessant halt. Und ich gucke heute noch gerne Serien der Lindenstraße, also die Folgen der Lindenstraße. Ihr seid ja jetzt hier, wenn ich mich so umgucke, die Jüngsten überhaupt. Was erwartet ihr von dem heutigen Abend? Ja, also das wird bestimmt ganz toll. Also mag halt sehr gerne meine Freunde und ich möchte auch mal gerne, was sie auch von ihren Freunden hält und was ich dann auch im Gegensatz zu ihr habe. Kennst du denn die Frau Meier? Ja, aus der Lindenstraße. Und der Sommer ist da, kann ich schon draußen sein, aber es geht nichts über die Literatur. Und dann versammelt man sich auf so eine wunderbare Weise und ich hoffe, dass ich sie erfreuen kann. Nein, ich bin sicher, dass ich sie erfreuen kann, weil wir haben wirklich wunderbare Geschichten. Und zu all diesen Geschichten kann ich Ihnen auch jedes Mal etwas erzählen. Ohne Brille geht halt nichts mehr. So, das Zeichen einer Freundschaft. Nachdem wir sämtliche Ticket-, Reisepass- und Sicherheitskontrollen so einigermaßen erfolgreich hinter uns gebracht haben, nur die Oma musste ihr nagelneues Sehsinn opfern. Wenn ich immer wieder anstelle und Lindenstraße gucke und dich sehe, dann werde ich an diesen schönen Abend mit dir denken. Uslar ist ja ein sehr, sehr schönes Städtchen mit den wunderbaren Fachwerkhäusern. Das ist ja ein Kulturgut, diese Fachwerkhäuser. Sehr gepflegt, wunderschön. Und die Innenstadt war auch belebt, war das Wetter ja schön. Einen Tag war es nicht so schön, aber die anderen Tage war es schön. Und das hat mir gefallen. Das ist also ein Ort, wo man wirklich hingehen kann und Ferien machen kann.